Herzlich willkommen zum heutigen VDE YoungNet-Vortrag. Können wir der KI vertrauen? Mein Name ist Patrick Abert, ich bin Sprecher der Jungmitglieder im VDE YoungNet. Begrüße euch hiermit recht herzlich. Begrüße außerdem den Herrn Johannes Koch. Er ist Head of National Standardization Policy and Cooperation beim VDE. Genauso wie den Herrn Sebastian Hallensleben. Er selbst ist Head of Digitalization and AI beim VDE. Die beiden werden uns heute einen Vortrag halten über das Thema KI und Vertrauen in KI. Genau, dann würde ich auch direkt an unsere beiden Referenten übergeben. Super. Ja, wie gesagt, ich bin für das Thema Digitalisierung in der VDE-Gruppe verantwortlich. Das gilt sowohl nach innen als auch nach außen, als auch in Richtung Politik. Und es hat sich herausgestellt, dass dieses Thema KI-Ethik eines ist, das nicht nur unterbesetzt ist, ich sage auch gleich, in welcher Weise unterbesetzt ist in der öffentlichen Debatte, sondern dass es auch etwas ist, das sehr gut zu uns passt als VDE und wo wir jetzt tatsächlich ja, uns über die letzten 12 Monate eine Vordenkerrolle erarbeitet haben und die ersten waren, die tatsächlich konkrete Konzepte auf den Tisch gelegt haben. Ich versuche mal mein Bildschirm zu teilen. Wir hoffen, dass das klappt. So. Dieses Thema KI-Ethik, das wabert ja schon sehr lange in der öffentlichen Debatte herum und wird auf allen Podien, in allen Konferenzen hoch und runter diskutiert. Und im Grunde sind sich immer alle ganz fürchterlich einig. Ja, Transparenz ist wichtig und Privatsphäre ist wichtig und Diskriminierungsfreiheit und alle sind sich einig. Jeder schreibt wunderschöne Papiere, dass diese Prinzipien in KI berücksichtigt werden müssen. Aber keiner weiß, wie es denn nun geht. Wie macht man das denn in der Praxis? Und diese Frage wurde aus der Politik an uns herangetragen im letzten Frühjahr und sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und wir haben dann irgendwann gesagt, gut, dann machen wir was, dann legen wir doch mal ein Konzept vor und machen mal einen Aufschlag. Und was ich jetzt vorstelle in den nächsten 15 Minuten, ist genau dieser Aufschlag. Wir hatten Anfang April das Ergebnis veröffentlicht und sind auch im recht engen Dialog unter anderem mit der EU-Kommission und denken, dass es auch die Regulierung von KI, die dort im Moment entwickelt wird, mit beeinflussen wird. Die Folien sind auf Englisch, weil wir das Projekt praktisch im Transfer dann auf Englisch umgestellt hatten. Ich hoffe, sollte eigentlich für niemanden ein Problem sein. Also wie gesagt, unser Grundziel war, KI-Ethik aus dieser Prinzipiendiskussion herauszuholen und in die Praxis zu bringen. Und zwar mit einem Ansatz, der zum einen der Wirtschaft schmeckt, der für die Regulierer eine solide Grundlage bildet und gleichzeitig auch für Verbraucher passt. Und letztendlich können wir ja über die Handhabung von KI-Ethik nur dann reden, wenn wir Ethik auch messbar und durchsetzbar machen können. Ansonsten bleibt es bei blumigen Worten und Absichtserklärungen. Und wir sind dann so auf dem Niveau Corporate Social Responsibility, wo man sagt, ja, natürlich sind wir fair und dies und alles und das ist alles wichtig. Aber letztendlich ist ja nichts Greifbares. Und genau das wollten wir ändern. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht man überhaupt ran, wenn man sagt, wir wollen KI-Ethik mit Mitteln der Standardisierung fassbar machen? Wie geht man daran ran? Da gibt es diesen, ich sag mal, den naiven Ansatz zu sagen, ach, lass uns doch einfach explizite Regeln für KI-Ethik in eine Norm oder einen Standard schreiben. Ja, ein Kind ist wichtiger als ein alter Mensch oder umgekehrt oder lieber 100 Schwerverletzte als einen Toten oder vielleicht auch umgekehrt. Könnte man tun, ist aber nicht tragfähig, denn dazu bekommen wir allein schon in einer kleinen Gruppe keinen Konsens und schon gar nicht auf nationaler oder sogar internationaler Ebene. Und man kann auch argumentieren, das ist nicht wirklich Aufgabe eines VDE, solche Regeln aufzustellen oder zu moderieren. Jetzt könnte man sich auch das umgekehrte Extrem vorstellen, dass man sagt, naja, wir wagen uns überhaupt nicht in dieses Feld und das Einzige, was wir standardisieren möchten oder festlegen möchten, sind die Prozesse, mit denen ethische Entscheidungen getroffen werden. Das kann man machen. Das wird auch zum Beispiel
zum Thema Qualität zugemacht. Der ISO 9001, die so oft zitiert wird, steht nicht drin, was Qualität wirklich ist, sondern es steht nur drin, folge diesem Prozess, halte diese Dokumentation vor, dann kommt letztendlich Qualität raus. Das könnte man für Ethik auch machen, hat aber den Nachteil, dass dann ethisch heikle Entscheidungen letztlich doch in irgendwelchen intransparenten Ethikkomitees getroffen werden und dass natürlich große Firmen mit einer gut geölten Compliance-Abteilung im Grunde jeden Prozess erfüllen können, ohne dass das wirkliche Ergebnis durchsetzbar wäre. Wir haben gesagt, dann machen wir einen dritten Weg, einen, der tatsächlich funktioniert. Wir lehnen uns an etwas, was es schon gibt und was auch in Europa sehr erfolgreich ist, nämlich die Energieeffizienzkennzeichnung, und spielen mal durch, wie wäre es denn, wenn wir eine Kennzeichnung für Ethik, für die ethischen Charakteristika von KI-Systemen entwickeln. Und wir hätten dann so eine Art Ethics Rating. Man braucht in dem Fall nicht nur eine Skala, so wie es bei der Energieeffizienz ist, sondern vielleicht 5 oder 6 Skalen. Aber man könnte sich durchaus vorstellen, dass man bei einem KI-System sagt, naja, Privatsphäre-Schutz, das ist Klasse D, und Accountability ist vielleicht bei bestimmten Systemen Klasse A. Soweit, so gut. Klingt erstmal nach einer pfiffigen Idee, aber es ergeben sich natürlich drei recht nicht triviale Fragen. Die erste Frage ist, naja, welche Kategorien gehören denn da eigentlich rein? Und zweitens, wie machen wir denn die eigentlich tatsächlich messbar? Und drittens, die Niveaus zu definieren ist ja nett, aber was ist denn nun eigentlich akzeptabel und was ist nicht akzeptabel? Ich fange mal mit der dritten Frage an. Welche Niveaus sind eigentlich akzeptabel? Und die ganz, ganz klare Antwort und eindeutige Antwort ist in diesem Fall, es kommt drauf an. Es kommt nämlich drauf an, auf den Kontext, in dem ein KI-System angewandt wird. Ist das ein Kontext, wo es um Leben und Tod geht, wenn die KI eine schlechte Entscheidung trifft? Oder ist es ein Kontext, in dem die Betroffenen sich dem KI-System auch einfach entziehen können? Oder ist es etwas, was für alle anwendbar wird oder angewendet wird, so wie es beispielsweise bei Credit Scoring ist, dem man sich nicht entziehen kann? Und es gibt hier eine ganz, ganz praktikable Matrix, die genau diese Dimensionen, also das Potenzial für Schaden und die Escapability, also die Möglichkeit, sich der KI zu entziehen, auf zwei Achsen aufgetragen sind und man dementsprechend von links unten nach rechts oben verschiedene Risikokategorien unterscheiden kann. Das Konzept kam von der Uni Kaiserslautern ursprünglich, ist unter anderem auch von der Datenethikkommission aufgegriffen worden in dieser Kritikalitätspyramide für die, die das mitbekommen haben. Damit kann ich also im Grunde sagen, naja, wenn ich jetzt meinetwegen in der zweiten Risikostufe bin, dann würde ich erwarten, ich hätte doch dann gerne Transparenz mindestens Stufe D und Privatsphäre-Schutz mindestens Stufe C. Wenn ich aber in der Risikoklasse 0 bin, kann ich wesentlich großzügiger sein und niedrigere Niveaus erlauben. Das heißt, um das schon mal praktisch zusammenzufügen, man könnte damit so einem Szenario sich vorstellen, dass der Betreiber eines KI-Systems überlegt, naja, in welcher Risikoklasse bewege ich mich eigentlich. Es gibt so erste grobe Anzeichen, dass 60-70% der Anwendungsszenarien tatsächlich in der niedrigsten Klasse sind. Wenn er feststellt, naja, ich bin in einer der höheren Klassen, dann darf ich eigentlich nur ein KI-System einsetzen, das so ein Ethics-Rating trägt und entsprechend gekennzeichnet ist. Und ich suche natürlich ein KI-System, in dem die Minimalniveaus, die ich für diese Risikoklasse brauche, entsprechend erfüllt sind. Darüber hinaus können Verbraucher natürlich, wenn sie diejenigen sind, die ein KI-System einkaufen oder auswählen, sich überlegen, nehmen sie lieber eins mit guten Transparenzniveau oder eher eins mit einem guten Privatsphärenniveau. Beides kann sich ja durchaus auch mal gegenseitig ausschließen. Und genauso können die Hersteller von KI-Systemen sich natürlich anstrengen, möglichst hohe Niveaus zu erreichen,
damit ihre Produkte, ihre Systeme einen breiteren Markt adressieren können. Gut, zu den beiden anderen Fragen. Welche Kategorien schließen wir eigentlich ein? Ja, warum diese Liste ausgerechnet Transparency, Accountability, Privacy, Justice und so weiter? Ich hatte eingangs etwas abfällig gesagt, naja, jeder redet über Ethik, aber tatsächlich wird nicht nur darüber geredet, es werden Papiere geschrieben und es gibt inzwischen eine ganze Reihe solcher Papiere und es gibt aber auch Meta-Analysen dieser Papiere. Also da fließen ein die Publikationen der EU High Level Group on Artificial Intelligence, die OECD hat was veröffentlicht, die Beijing Academy of AI und je nach Analyse fließen da 20, 30, 40 solche Papiere ein und man schaut dann einfach in der Matrix, keine Sorge, wenn ihr das nicht lesen könnt, man schaut dann einfach in so einer Matrix, welche Werte dort besonders häufig und besonders oft genannt werden und stellt tatsächlich eine große Überlappung fest und bestimmte Werte wie zum Beispiel Privacy, Protection, Accountability, Fairness und Justice tauchen in fast allen Papieren auf, sodass man im Grunde aus solchen Meta-Analysen recht klar rausdestillieren kann, welche Kategorien eigentlich wichtig sind, um die ethischen Eigenschaften eines KI-Systems zu beschreiben. Da gibt es auch andere Auswertungen, da war oft ganz offensichtlich ein Grafikdesigner mit im Team, der das hübsch aufbereitet hat. Aber man sieht auch hier, es tauchen im Wesentlichen immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten auf. Gut, zur letzten Frage, vielleicht auch zur spannendsten Frage, wie messe ich denn eigentlich so etwas wie Transparenz oder Accountability? Das sind ja eigentlich weiche Dinge, die man vielleicht auch nicht genau in Zahlen fassen kann. Trotzdem, wenn ich sie durchsetzen möchte, dann muss ich sie auch in irgendeiner Form messbar und prüfbar machen. Hierzu gibt es ein Modell, dessen wir uns bedient haben, das in der Philosophie, in der Technikphilosophie schon einige Jahre etabliert ist, das sogenannte Wertekriterien-Indikatoren-Observaten-Modell. Man fängt also mal mit einem Wert an, beispielsweise Transparenz, und überlegt, welche Kriterien machen denn diesen Wert aus. Also sowas wie die Bekanntgabe des Ursprungs der Daten, die Bekanntgabe der Eigenschaften des Algorithmus, die Zugänglichkeit zu den Daten und kann dann entsprechend genauer durchdeklinieren, wenn man jetzt mal zum Beispiel die Bekanntgabe des Datenursprungs nehmen, welche Indikatoren stecken denn dahinter, da kann man sich bestimmte Leitfragen stellen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen möchte. Aber man sieht, dass man letztendlich von oben nach unten durchdekliniert, wie sich denn so etwas wie Transparenz eigentlich äußert und woran man das festmachen kann. Das kann man dann aggregieren in großen Schaubildern. Wir haben das für drei Werte mal durchdekliniert im Rahmen des Projektes und das scheint tatsächlich tragfähig zu sein. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, der Vortrag von Johannes Koch schließt sich direkt an und dann werden wir anschließend noch reichlich Zeit haben für Fragen und Diskussionen. Und ich übergebe mal eben die Kontrolle. Ja, dann schon mal vielen Dank, Herr Hansleben, wenn der Herr Koch dann auch gleich soweit ist. Gut, dann schließe ich mich mit meinem kurzen Input dem Sebastian an und würde gerne die Diskussion um die ethische Anwendung einer KI um den Begriff der Vertrauenswürdigkeit erweitern, der da sicherlich mit einspielt oder beziehungsweise das Ergebnis ist eines ethischen Einsatzes einer KI. Und ich will gerne die Brücke schlagen zur Normung und Standardisierung, weil wir sehen die Fragen, die gestellt werden im Kontext einer,
einer ethischen Anwendung von KI, einer vertrauenswürdigen Anwendung von KI, die müssen im zweiten Schritt stets eine Frage nach einer technischen Umsetzung beantworten. Und da sind wir dann schnell bei der Normung und Standardisierung, die eben eine solche technische Umsetzung dann realisieren kann und dort ja Rahmenbedingungen schaffen kann, damit eine vertrauenswürdige KI im Endeffekt entsteht. Wenn Sie kurz zur nächsten Folie übergehen, der Sebastian hat es kurz angesprochen. Natürlich sehen wir eine sehr breite politische, eine breite gesellschaftliche Diskussion rund um das Thema KI. Auf politischer Ebene gibt es eine Reihe von Einrichtungen, will ich mal sagen, und Gruppen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir zukünftig KI einsetzen wollen. Da geht es auch um die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft zukünftig leben. Das ist alles auf politischer Ebene. Das sind alles Diskussionen, die auf politischer Ebene stattfinden. Und dann gibt es aber natürlich auch die Seite, die zum Beispiel aus der Industrie bedient wird. Natürlich hat auch die Industrie Vorstellungen eines KI-Einsatzes und setzt da auch Forderungen dran, sodass vor allem ein industrieller Einsatz einer künstlichen Intelligenz, die ja übrigens schon seit Jahren im industriellen Bereich angewendet wird, auch zukünftig Anwendung finden kann. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich die künstliche Intelligenz nichts Neues ist erstmal, sondern tatsächlich seit vielen Jahren im industriellen Maßstab Anwendung findet und durchaus seit Jahrzehnten diskutiert wird. Und wir sehen aber jetzt natürlich eine Renaissance der KI, dadurch, dass Speicher sehr günstig werden, schnelle Rechner sehr günstig werden, dass das begünstigt allesamt die Entwicklung von KI. Aber ich will die Brücke schlagen zur technischen Regelsetzung, also die Frage nach den Antworten, wie kann eine vertrauenswürdige KI umgesetzt werden. Wenn Sie auf die nächste Folie klicken, dann sehen wir das, was Sebastian im Endeffekt schon aufgezeigt hat, also die Attribute und die Werte, Kriterien, die angesetzt werden, um eine vertrauenswürdige KI umsetzen zu können. Da geht es um transparente Prozesse, da geht es um robuste Systeme. Datenschutz ist natürlich ein wichtiges Thema, was europäisch bedient wird. Es geht um Sicherheitsfragen, ja, also IT Safety und Security, also die Sicherheit vom System und die Sicherheit des Systems. Beide Seiten sind sehr wichtig. Es geht um Diskriminierungsfreiheit, um Datensätze, die fair und diskriminierungsfrei gestaltet werden sollen. Und natürlich, im Endeffekt geht es immer um die Rolle des Menschen im KI-Einsatz. Also wo steht zukünftig der Mensch und welche Entscheidungsbefugnis hat der Mensch zukünftig, wenn KI in vielleicht noch mehr Bereichen einen Einsatz findet. Die nächste Folie zeigt dann einen Punkt, den die Bundesregierung formuliert hat. Das Ziel der deutschen Bundesregierung im Bereich KI ist tatsächlich das Thema der vertrauenswürdigen, einer verantwortungsvollen, gemeinwohlorientierten KI voranzutreiben. Man sieht sich durchaus im internationalen Wettbewerb. Man sieht, dass China sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Man sieht Amerika sicherlich als einen dominierenden Markt in der Anwendung und Entwicklung von KI. Und da will man in Deutschland und in Europa einen Weg finden, wie wir uns am globalen Wettbewerb, im globalen KI-Wettbewerb, wenn man so will, beteiligen können. Und der Hebel, der hier angesetzt wird, ist eine vertrauensvolle, eine vertrauenswürdige KI zu fördern.
Und in der KI-Strategie der Bundesregierung, die ist auch frei abrufbar, kann sich jeder anschauen, wird in einem Ziel auch die Normung und Standardisierung angesprochen und damit auch DIN und DKE, DKE als Normungsorganisation im VDE. Und es wird festgestellt, dass das Standards und Normen eben auf nationaler, europäischer und auch durchaus internationaler Ebene dazu beitragen können, eine solche vertrauenswürdige künstliche Intelligenz eben voranzubringen, voranzutreiben. Und wie das aussehen könnte, das will ich jetzt kurz noch darstellen. Die nächste Folie. Und zwar diejenigen, die schon hier und da sich mit Normung auseinandergesetzt haben und der technischen Regelsetzung, steht zu Beginn oftmals eine Normungsroadmap, also eine Übung, will ich mal sagen, die Lücken aufzeigen soll. Also was kann Normung und Standardisierung leisten? Wo brauchen wir Normen und Standards? Was wollen wir technisch regeln? Und das passiert momentan. Also wir arbeiten mit DIN zusammen und einem großen Expertenpool von ungefähr 350 Experten aus Deutschland momentan die sogenannte KI-Normungsroadmap, die dann auch im Herbst zum Digitalgipfel vorgestellt werden soll. Und da setzen sich die Experten mit den verschiedenen Bereichen auseinander und diskutieren, was kann die Normung überhaupt in dem Bereich leisten. Wir sehen im unteren Bereich die verschiedenen vertikalen Bereiche, also die verschiedenen Themenbereiche, die dort bedient werden. In der jetzigen Normungsroadmap, die quasi dann Ende des Jahres veröffentlicht werden soll, geht es vor allem um industrielle Automation, um Mobilität, Logistik und Gesundheit. Also das sind die Themen, die identifiziert wurden, durchaus auch aus der Industrie heraus, aus der Wirtschaft heraus, wo eine technische Regelsetzung am dringendsten ist. Ich meine, im Gesundheitsbereich kann man sich das gut vorstellen. Natürlich will jeder, wenn KI in der Diagnose zum Beispiel zur Anwendung kommt, dass das System richtig funktioniert und dann auch den Arzt zum Beispiel korrekt unterstützt. Horizontale Themen sind insbesondere im Bereich Qualität, Zertifizierung bzw. Konformitätsbewertung gegeben. Das ist die große Frage eigentlich, das dicke Brett, was zu bohren ist im Endeffekt. Wie können wir eine Zertifizierung oder eine Prüfung von KI realisieren? Der Sebastian hat ja in seinem Projekt erste Antworten entwickelt, wie sowas aussehen könnte. Aber da stellen sich in den verschiedenen Branchen und in den verschiedenen vertikalen Bereichen sehr spezielle Fragen, die pauschal vielleicht gar nicht zu beantworten sind. Die nächste Folie. Ein Projekt, was wir jetzt in den nächsten Wochen abschließen, ist ein White Paper, was auch zwischen DIN und DKE erarbeitet wurde, beziehungsweise der Experten-Community, die dahinter steht. Und hier werden Fragen beantwortet, inwiefern die Normung und Standardisierung überhaupt Ethik fassen kann. Die Erkenntnis im Endeffekt ist, dass die Normungsorganisation oder die Normung an sich Ethik eher weniger definieren kann, aber es können eben die Attribute definiert werden, die dann hier auch aufgelistet sind, die überschneiden sich durchaus auch mit den Attributen, die Sebastian eben gezeigt hat. Und dann wird quasi für jedes Attribut, für jeden Wert, für jede Kategorie wird aufgezeigt, inwiefern zum Beispiel Rückverfolgbarkeit durch technische Regelsetzung, also durch Normung und Standardisierung erreicht werden kann. Da gibt es beispielsweise die Idee, dass IT-Systeme sogenannte Event-Logs setzen kann. Das heißt, dass man in der Vergangenheit, also
retrospektiv, wenn man so will, zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen kann, auf welcher Datengrundlage eine künstliche Intelligenz entschieden hat. Und das ist ganz wichtig, um durchaus auch Vertrauen natürlich in solche Systeme zu schaffen, weil wir reden ja über dynamische Systeme, die ständig auf einer neuen Datengrundlage im Zweifel entscheiden. Und da können wir retrospektiv natürlich gut Antworten liefern und auch eine Transparenz erzeugen. Im Bereich Robustheit beispielsweise gibt es ein Konzept, dass man die verschiedenen Level von Robustheit definieren kann. Das wird dann angelehnt an den Bereich der funktionalen Sicherheit. Und so versuchen wir in der Normung für jedes dieser Attribute tatsächlich technische und Systemlösungen zu finden, die dann im Endeffekt einer vertrauenswürdigen KI, das Konzept einer vertrauenswürdigen KI unterstützen. Die nächste Folie. Und ein Projekt will ich nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich eben gesagt habe, dass wir uns natürlich jetzt perspektivisch mit den Themen beschäftigen, die jetzt auch zukünftig diskutiert werden, in der Normungsroadmap zum Beispiel, will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass natürlich schon einige Gruppen sich Gedanken gemacht haben und da auch einige Projekte schon durchaus laufen. Wir sehen zum einen auf internationaler Ebene bei ISO und IEC, in den internationalen Normungsorganisationen Projekte laufen, die auch demnächst Ergebnisse publizieren können, also Normen in den Markt bringen können. Aber wir haben auch aus Deutschland heraus ein Projekt, was jetzt schon seit über 2 Jahren läuft, was sich im Endeffekt auch um einen vertrauenswürdigen Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Wir haben einen großen Expertenkreis am Tisch sitzen, über 50 Experten aus Wissenschaft, Forschung, Industrie, Verbraucherschutz. Also nicht nur die Bosch und Siemens sitzen am Tisch, sondern durchaus zum Beispiel auch die Stiftung Warentest oder die Verbraucherzentralen, die da quasi die Verbrauchersicht mit an den Tisch bringen. Und was dort erarbeitet wird, ist ein relativ umfangreicher Standard mittlerweile. Über 160 Seiten sind dort niedergeschrieben, die ein Referenzmodell definieren eines KI-Systems. Also wir reden hier tatsächlich über ein IT-System, was anhand eines Lebenszyklus definiert werden soll. Das sind tatsächlich IT-Vorgaben, die dort gegeben sind. Da gibt's Vorgaben, wie eine solche Referenzarchitektur auszusehen hat. Und das soll Entwicklern zum Beispiel eine Hilfestellung geben, die KI-Systeme eben bauen und entwickeln. So eine Art Checkliste kann man sich das vorstellen. Das heißt, von der Idee bis hin zur Verschrottung, wenn man so will, eines KI-Systems, werden dort technische Vorgaben gegeben, wie ein solches System gut und vertrauenswürdig im Sinne der Menschen und im Sinne der Sicherheit dann auch funktionieren kann. Ich habe mal Beispiele mitgebracht und das ist, glaube ich, mit einer der letzten Folien, die nächste Folie, um das mal so ein bisschen konkreter zu machen. Am Beispiel des autonomen Fahrens, was sicherlich ein komplexer Anwendungsfall ist. Es gibt Anwendungsfälle, wie gesagt, im Bereich der industriellen Automation. Da treffen wir möglicherweise auch weniger Probleme als beim autonomen Fahren. Aber das Beispiel des autonomen Fahren zeigt ganz gut auf, was die Herausforderungen in der Entwicklung von KI ist. Und zwar bewegt sich ein Auto natürlich immer in einem dynamischen Umfeld, das sich auch ständig ändert. Und ein KI-System muss natürlich in der Lage sein,
sich auf ein stetig änderndes Umfeld sich einzustellen und neue Lösungen zu finden, neue Reaktionen zu finden. Dass das natürlich nicht einfach ist, zeigen die Beispiele, die hier angezeigt sind. Wenn ich zum Beispiel unten rechts anfange, das Stoppschild. Wir haben momentan noch beim KI-Einsatz im Bereich autonomem Fahren das Problem, dass die Systeme, also der Algorithmus im Endeffekt, schnell in die Irre geleitet werden kann. Also der Mensch erkennt weiterhin ein Stoppschild auf dem Bild, aber dadurch, dass einzelne Felder abgeklebt sind, erkennt ein KI-System, ein Algorithmus, möglicherweise ein ganz anderes Schild. Und das ist tatsächlich gegeben. Da arbeiten auch die Autohersteller und die Entwickler daran, natürlich sowas zu vermeiden, weil ein Stoppschild sollte natürlich auch als Stoppschild erkannt sein, auch wenn es ein wenig abgeklebt ist oder zum Beispiel im Winter Schnee auf dem Schild liegt. Das sind alles Punkte, die ein KI-System momentan noch sehr herausfordern. Das Beispiel des spielenden Kindes finde ich immer sehr, sehr eindrücklich. Also hier sehen wir ein Street-Art-Bild. Also da steht natürlich kein Kind auf der Straße, aber möglicherweise erkennt das KI-System und der dahinter liegende Algorithmus ein Kind und löst möglicherweise eine Vollbremsung aus, was natürlich dann auch ein Sicherheitsrisiko wäre. Das Bild in der Mitte, das ist ein Fall, der tatsächlich passiert ist. Da sind auch, ist auch ein Mensch gestorben in Kalifornien, hat ein Tesla diesen Laster als Horizont erkannt, hat nicht erkannt, dass das ein Auflieger ist und ist quasi unter den Auflieger gefahren. Also auch da kommt ein KI-System, so wie es momentan noch funktioniert und auf der Datengrundlage kommt da noch schnell an die Grenzen. Und ein letztes Beispiel vielleicht aus dem Bildtableau ist das Bild des E-Scooters. Also auch die Verkehrsteilnehmer verändern sich. Möglicherweise kann ein KI-gesteuertes Auto einen solchen Verkehrsteilnehmer gar nicht erkennen, weil sie eben neu sind. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo eine KI an die Grenzen kommt und die bedacht werden müssen in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und die Normung und Standardisierung bietet da erste Ansätze, um eben Prozesse zu standardisieren, um technische Anforderungen zu standardisieren, damit eben solche Anwendungsfälle, wie sie jetzt hier zum Beispiel dargestellt sind, eben mit einfließen und von vornherein mit bedacht. Einen Punkt, gerade in jeder Runde, will ich nicht außen vor lassen. Falls Sie Interesse daran haben, sich in der DKE, also in der Normung und Standardisierung, mal umzuhören oder sich auch gerne daran zu beteiligen, haben wir unser Nachwuchsprogramm Next Generation DKE. Das leitet meine Kollegin Frau Wanka. Und das will ich Ihnen einfach ans Herz legen, falls der Themenbereich KI Ihr Interesse geweckt hat oder natürlich auch die ganzen anderen Bereiche, die innerhalb der DKE diskutiert werden, von IT-Themen über Energiewende bis hin zu Mobilität. Sind Sie herzlich eingeladen, sich an Frau Wanka zu wenden, um dort auch ihr Netzwerk auszubauen und tatsächlich aktiv sich an der Normung zu beteiligen. Auf der letzten Folie sind dann noch meine Kontaktdaten. Sie können mich natürlich auch jederzeit erreichen und damit soll mein kurzer Input vorbei sein und wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen. Ja, dann nochmal von meiner Seite vielen Dank an Sie, Herr Koch und Herrn Hallensleben, für die zwei sehr interessanten Vorträge und dafür, dass Sie die hier in das Medium unserer YoungNet-Webinare reingebracht haben.
Sonst bleibt mir noch zu sagen, einen schönen Abend dann an alle.